Hallo, liebe Freunde der Wahrheit. Heute habe ich ein wirklich sehr interessantes Interview für euch synchronisiert, und zwar mit Colonel Corso. Colonel J. Philip Corso war lange Zeit in seiner beeindruckenden Karriere genau an den Punkten stationiert oder platziert, an denen er, wenn es Roswell wirklich gegeben haben sollte, er davon wissen müsste. Also lasst euch einfach mal überraschen, was er zu erzählen hat. Der Mann ist nicht ganz ohne. Das sage ich ganz einfach mal vorweg. Viel Spaß und bis später. Yep. Just wanted to ask you in summary, because I've basically run over. Frage vom Interviewer. Könnten Sie uns bitte eine Zusammenfassung und die Ereigniskette von Roswell aufzeigen, warum alles vertuscht wird, was da wirklich passierte und warum die Öffentlichkeit bis heute nicht informiert wurde? Ich war 1947 nicht in Roswell, sondern kehrte erst kurz darauf aus Italien zurück, wo ich der Leiter der Security Intelligence in Rom war. Dort wurde ich auch noch zusätzlich von den Briten in Geheimdiensttechniken im MI-19 ausgebildet. Als ich dann zurückkam, wurde ich in Fort Riley in Kansas stationiert. Dort gab es unter anderem die letzten Kavalleriepferde ihrer Art und deshalb natürlich auch eine eigene Veterinärabteilung. Ich hatte dort den Rang des leitenden Ausbilders für das Sicherheitswesen. Eines Nachts war ich als Duty Officer eingeteilt. Das heißt, dass ich die kompletten Wachen und Sicherheitsbereiche zu kontrollieren hatte, und zwar für den gesamten Stützpunkt. Im Zuge dessen schaute ich natürlich auch routinemäßig kurz in der besagten Veterinärabteilung vorbei und sprach dort mit einem Sergeant, Sergeant Legard. Ich fragte ihn, ob alles okay sei, und er sagte ja. Allerdings spüre er, dass irgendetwas Außergewöhnliches in der Luft lag und dass wir alle wohl ein wenig vorsichtig sein sollten. Er fragte mich, ob ich mal was ganz Spezielles sehen möchte. Ich kannte den Sergeant inzwischen so gut, dass ich ihm dies glaubte und ging mit ihm. Er zeigte mir 5 oder 6 verschlossene Kisten. Ich öffnete einen der Deckel und sah einen in Flüssigkeit eingelegten Körper. Nach circa 15 Sekunden schloss ich den Deckel und sagte zu ihm: Sergeant, ich glaube, Sie sollten jetzt besser gehen. Ich als Sicherheitsoffizier darf hier sein, aber Sie könnten wegen des gerade Gesehenen echte Schwierigkeiten bekommen. Wir gingen dann gemeinsam raus und ich fragte ihn dann noch, woher diese Kisten eigentlich kämen. Er sagte, dass diese heute mit 5 Trucks von einem Flughafen in New Mexico gebracht wurden und morgen weiter zur Wright-Patterson Air Force Base gehen würden. Dazu muss man wissen, dass es damals eben noch nicht so viele große Highways gab und die Road 40 war praktisch einer der wenigen gut zu befahrenen Straßen quer durchs Land. Diese 5 LKWs mussten also zwangsläufig auf ihrem Weg an unserem Stützpunkt vorbei. Ich entband den Sergeant in dem Moment von seinem Posten und ging alleine wieder rein. Als ich dann die Kisten nochmals alleine öffnete, überlegte ich lange, was das sein könnte. Zuerst dachte ich ja, es sei ein Kind, weil es so klein war. Dann allerdings sah ich, dass der Kopf völlig anders war, die Arme viel zu dünn und der Körper komplett grau. Ich hatte keine Ahnung, was das war. Also tat ich das, was in dem Fall jeder Security Officer tun würde. Nämlich am besten das Gesehene erstmal gedanklich begraben, bis ich vielleicht dann später für mich selbst eine schlüssige Erklärung dafür finden würde. 10 Jahre später war ich dann in White Sands in New Mexico stationiert. Dort sah ich eines Tages Objekte auf dem Radar, die sich mit 3.000 bis 4.000 Meilen am Himmel fortbewegten. Unser Radarsystem war zwar eines der besten, nur bei diesen Geschwindigkeiten verlor das Radar einfach irgendwann das Objekt. Ich meldete dies damals unverzüglich dem Headquarter. Die allerdings dort sagten, ich solle das alles am besten sofort vergessen. Also entschloss ich mich offiziell, nichts mehr darüber zu berichten. Meinen Jungs allerdings gab ich intern die Anweisung, sobald so etwas nochmal vorkäme, mir persönlich die Aufzeichnungen darüber unverzüglich und direkt zu überbringen. Wir hatten damals schon eine Art Computertechnik, welche alle Radarbewegungen lückenlos für den Fall aufnahmen,
dass später etwas kontrolliert werden musste. Schon kurze Zeit darauf brachten mir meine Jungs wieder neue Aufzeichnungen, die ich mir damals ganz genau ansah und die zweifelsfrei bewiesen, dass dies alles völlig real ist. Danach reiste ich nach Deutschland und erlebte dort genau dasselbe. Objekte, die sich am Himmel mit 3.000 bis 4.000 Meilen fortbewegten. Und auch das Radar reagierte damals ganz genauso. Es erfasste zwar das Objekt, verlor es allerdings aufgrund der immensen Geschwindigkeit plötzlich wieder. Unsere Radarsysteme waren damals so stark, dass wenn Leute versuchten, in deren Nähe Fotos zu machen, die Blitzgeräte in ihren Taschen einfach platzten. Fakt ist, dass diese Objekte sich verdammt schnell am Himmel fortbewegten und wir nicht wussten, was das sein könnte. Danach war ich für 4 Jahre direkt ins Weiße Haus abkommandiert worden und habe dort alle Berichte weltweit direkt erhalten. Meine damalige Sicherheitsfreigabe hatte dafür gesorgt, dass diese Berichte immer zuerst direkt bei mir landeten. Von der NSA kam eines Tages ein Bericht, dass sie Signale aus dem Weltall empfangen haben. Der Bericht erklärte deutlich, dass es definitiv ein bestimmtes Muster war, kein zufälliges Rauschen oder sonstige bekannte Störquellen. Wir hatten daraufhin wirklich alles versucht, konnten das Signal aber nicht entkodieren. Es wurde intern, zwar vor vorgehaltener Hand, ganz stark vermutet, dass uns Wesen aus dem All mit diesem Signal definitiv eine Botschaft geschickt haben. Danach berief mich General Arthur Trudeau zu sich, weil er eine kompakte Truppe von Offizieren für eine ganz spezielle Abteilung zusammenstellen sollte. Als ich dort anfing, war ich zuerst nur Special Assistant. Einige Wochen später rief er dann eine Abteilung für sogenannte fremde Technologie ins Leben, zu dessen Leiter er mich damals ernannte. Dadurch erhielt ich wiederum alle weltweiten Berichte über Abstürze und die geborgenen Artefakte. Als ich 14 Jahre später zur Research and Development kam, übernahm ich im Zuge dessen wieder die Kontrolle über alle Dokumente und Artefakte. Dabei waren diesmal allerdings auch die streng geheimen Berichte des Walter Reed Hospitals. Dort gab es nämlich ein spezielles Labor, welches uns gehörte, weil wir es finanzierten. Und genau in diesem Labor fanden damals auch die Obduktionen statt. Ich persönlich habe wirklich alle faktischen Beweise dafür gesehen, dass der Absturz in Roswell damals genauso stattgefunden hat, wie ihn Millionen Menschen auf der Welt vermuten und wie ihn seit Jahrzehnten die Regierung vertuscht und abstreitet. Frage des Interviewers. Wenn Sie nur einen Moment Zeit hätten, um vor dem Kongress auszusagen, was vor 50 Jahren passiert ist, was würden Sie sagen? Ich würde erzählen, was wirklich passiert ist und auch noch meine eigene Meinung hinzufügen, nämlich, gebt alle Informationen endlich weltweit an die jungen Leute weiter, denn sie wollen sie hören. Versteckt sie nicht, lügt nicht weiter und erzählt keine Geschichten mehr. Die Menschen sind nicht dumm und werden bestimmt auch nicht in Panik geraten. Mein Neffe ist Forschungsdirektor von Dayco Products und er hatte mich angerufen und mich gefragt: Onkel Phil, wieso erzählt uns die Regierung nicht einfach die Wahrheit? Wir werden dabei nicht ausflippen oder verrückt werden. Ich vergleiche diese Aussage der jungen Leute gerne mit folgendem. Ich war damals Bataillonsführer von 1500 Soldaten in einem Kampfbataillon im Koreakrieg. Das Durchschnittsalter war gerade mal 19,5 Jahre. Ich sagte damals zu meinem Vorgesetzten, dass wir quasi Babys damit in den Krieg schicken würden. Diese sogenannten Kinder allerdings nicht weggelaufen oder in Panik geraten. Sie sind stehen geblieben und haben gekämpft. Solche Menschen werden nicht in Panik geraten. Sie würden die Wahrheit nur zu gerne hören wollen. Und sie haben sie auch verdient, diese endlich zu hören. Diese Informationen müssen endlich allen Menschen auf der Welt zugänglich gemacht werden. Und nicht nur für die Armee oder das Verteidigungsministerium, sie gehören einfach der gesamten Menschheit.
Frage des Interviewers. Wer hat denn jetzt die Kontrolle? Wer vertuscht es jetzt? Gibt es eine bestimmte Organisation? Ich sage dazu immer Folgendes. Der Regierungsapparat ist so groß und verschachtelt, dass sie sich selbst vertuschen würden, wenn man sie nur ließe. Ich habe vor einem Missing Persons Ausschuss ausgesagt, vor dem Kongress, vor dem Senat und vor kurzer Zeit erst im Weißen Haus. Sie haben mir überall auch die gleiche Frage gestellt und ich sagte daraufhin, ich war erstaunt, dass General Schoolcraft und Mr. Kissinger vor Ihnen stehen und behaupten, es gäbe keine Informationen dazu. Denn ich persönlich habe den beiden Erwähnten alles damals selbst zugeschickt, via Telefonkonferenz aus Tokio vor 2 Jahren. Also wie können diese Personen behaupten, so etwas nie gewusst zu haben? Wir haben der CIA nicht vertraut, denn zu meiner Zeit hat Stalin noch Befehl gegeben, um Informationen über Roswell zu sammeln, damit er diese an seine Wissenschaftler und Agenten weitergeben kann. Der Befehl war erteilt. Wir in den Sicherheitskreisen und im Pentagon wussten von dem Befehl, dass der KGB deswegen versuchen wird, bei uns einzudringen. Er hat es allerdings nicht geschafft. Aber wir Idioten haben uns zurückgezogen und sagten, es sei ein Wetterballon gewesen. Die Russen wussten, dass es kein Ballon war. Sie kannten die Wahrheit und wollten die Fakten für sich selbst auch sichern. Frage des Interviewers. Nun die letzte Frage, dann sind wir fertig. Sind Sie bereit, nochmals vor dem Kongress auszusagen? Ich habe bereits 6 Kongressbefragungen hinter mir. Wenn Sie es nochmal verlangen und die Sache diesmal wirklich ernst ist und nicht wie sonst immer in den Archiven landet, dann stelle ich die Bedingung, jawohl, ich werde es tun, aber es muss seriös behandelt werden. Ich bin bereit, an mir soll es nicht scheitern. Ich werde Ihnen alles erzählen, was Sie wissen möchten, aber wie gesagt, es muss ernsthaft gehandhabt werden. Und ich werde es sicherlich nicht aus dem Grund tun, wenn ich dadurch lediglich einem Kongressmann zur Wiederwahl verhelfen soll. Tja, liebe Freunde der Wahrheit, sind wir denn jetzt schlauer nach dem Interview mit Colonel Corso oder wie seht ihr die Angelegenheit? Ich persönlich möchte es vielleicht mal so ausdrücken. Der Großteil der Menschheit glaubt nicht an UFOs. Die glauben nicht daran, dass es überhaupt Außerirdische gibt. Die Entfernungen sind zu weit, die kommen weder zu uns noch wir zu denen. Die waren niemals da und sind auch nicht da. Das respektiere ich auch zu 100%. Diese Menschen kann man nur dann überzeugen, wenn am helllichten Tag über einer Millionenmetropole auf dieser Erde ein UFO abstürzt. Hunderttausende von Zeugen, Artefakte werden geborgen, alle Nachrichtensender berichten darüber und so weiter. Die zweite Kategorie, das sind so Menschen wie ich, die zwar an das Thema glauben, aber eben nicht blauäugig sind. Das heißt, ich glaube auch nicht jeden Scheiß. Und 99% der UFO-Clips im Netz sind sowieso gefaked. Also von daher immer schön sondieren und sich selber seine Meinung bilden. Die andere Kategorie sind einfach die Leute, die fest daran glauben und sagen, Roswell ist genauso passiert, wie es Colonel Corso beschrieben hat. Und an dem Punkt muss man ganz einfach auch ehrlich zugestehen, wenn dieses Thema wirklich Bestand hat, dann war Colonel Corso innerhalb seiner Karriere genau an den Stellen platziert, an denen er es wissen müsste, wenn es dann so wäre. Des Weiteren möchte ich mir selbst jetzt mal eine Frage beantworten, die ich mir seit Jahren stelle. Und die mich echt umtreibt. Aber nach dem, was ich die letzten Monate alles recherchiert habe und auch weiß und was die ganze Bevölkerung mitgekriegt hat bezüglich der NSA, das ist die Frage, wäre der amerikanische Regierungsapparat in der Lage, ein solch exorbitantes Geheimnis, welches die gesamte Menschheit betrifft, über 60 Jahre zu vertuschen? Und diese Antwort, die gebe ich mir jetzt selbst und sage, ja, sie wären es. Denn wenn man weiß, dass alleine jedes Jahr ein 3-stelliger Milliardenbetrag in die sogenannten Black-Budget-Projekte fließt, das sind Projekte, geheime Organisationen, die keinerlei Rechenschaft ablegen müssen, was sie mit diesem Geld anstellen. Und hey, liebe Leute, sind wir doch mal ganz ehrlich, hey, ein 3-stelliger Milliardenbetrag, der reicht doch mal locker aus, um so eine gezielte Desinformation zu betreiben und alles zu vertuschen. Also nochmal, falls es stattgefunden haben sollte, glaube ich daran, dass die Regierungen es auch vertuschen könnten, aber eben garantiert nicht für immer.
Okay, liebe Freunde der Wahrheit, ich hoffe, mein Clip hat euch wieder gefallen und ich sage zum Schluss, bleibt kritisch, lasst euch nicht verarschen, glaubt nicht alles, aber seid auch weiterhin aufgeschlossen. Bis dann, bis zum nächsten Clip, euer EF.